Wir haben viel erreicht, mein Freund. Wir haben mit Euraxia Tarn eine Tyrannin entmachtet, Sumuk Fom und den Verräter besiegt, sogar mindestens 2 Drachen getötet und die Monde am Firmament bewegt. Wenn ich doch nur dieses Gefühl des drohenden Untergangs abschütteln könnte. Da sind wir schon 2. Ich traue diesem Frieden nicht, oder ist er nur vorübergehend? Über was für einen drohenden Untergang sprechen wir denn? Was schwebt euch so vor? Über nichts Greifbares. Nicht wirklich. Ich schätze, dieses Gefühl der Sorge wird mich noch begleiten, bis ich weiß, wie es Garesheri, Samarak und sogar Präfekt Carlo ergangen ist. Ich würde ja sogar zum Mondtor zurückkehren, doch andere Dinge erfordern meine Aufmerksamkeit. In diesem Fall die Gesandte der Mähne. Ja, richtig. Die Gesandte, die ihr erwähnt hattet. Meint ihr, unsere Gefährten haben den Angriff auf das Mondtor womöglich nicht überlebt? Das ist es ja gerade. Ich habe keine Ahnung. Ihr Monde, mir dröhnt der Kopf. Meine Bemühungen in Jodes Kern waren nicht ohne ihren Preis. 5 Kralle. Könnte ich euch überzeugen, herauszufinden, wie es meinen Soldaten und unseren Freunden geht? Ach, dafür braucht ihr mich nicht zu überzeugen. Natürlich werde ich versuchen herauszufinden, wie es unseren Gefährten und den Soldaten am Mondtor geht. Ich weiß eure Unterstützung zu schätzen, mein Freund. Findet heraus, was Garesheri und den anderen widerfahren ist. Dann meldet euch wieder bei mir. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, einen Augenblick Ruhe zu finden, ehe ich mich mit der Gesandten der Mähne treffe oder mir Sorgen um die anderen Drachen mache. Das sind ja noch die Drachen. Ist denn die, meint ihr, die Drachenbedrohung ist noch nicht vorbei? Bei weitem nicht. Doch ohne Karl Grontit und Mulamnir, um sie zu führen, sind sie einzelgängerische Wesen ohne großen Plan. Gewaltige, gefährliche Bestien, sicher, aber nicht jene überwältigende Streitmacht, die sie unter ihren Drachen anführen waren. Es ist kaum zu glauben, dass all dies mit einer uralten kaschitischen Legende seinen Anfang nahm. Mit Kunzari, Anekina und der Verräter. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen Mythen und Geschichte für die Kaschit, 5 Kralle. Ob Euraxia erst die Sagen über Kunzari entdeckte und diese sie dann zum Kopf des Verräters führten, oder ob Sumuk Fom den Kopf wiederbelebte und so die Erzählungen hörte. Wer vermag das schon zu sagen? Richtig, und das wissen wir nicht. Yes! Es ist schön, euch zu sehen, 5 Kralle. Wir sind gerade erst zurückgekehrt und ich habe der Königin noch nicht Bericht erstattet. Kamira, geht es gut, oder? Wir haben gesehen, wie sich die Monde bewegten und die Mondfinsternis endete. Aber wir haben nicht gehört, was geschah, nachdem ihr das Mondtor betreten hattet. Ja, keine Sorge. Kamira geht es gut. Sie ist nicht verletzt. Eigentlich hat sie mich sogar geschickt, um herauszufinden, was mit euch geschehen ist, Fürst Garesheri. Nachdem mich dieser Drachenodem erwischt hatte, kümmerte sich Samarak um meine Wunden und übernahm den Befehl über die Soldaten, die den oberen Kamm schützten. Es tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass ich während der Geschehnisse, die darauf folgten, immer wieder das Bewusstsein verlor. Ach, dafür könnt ihr doch nichts. Das muss euch nicht leid tun. Verstehe ich das jetzt richtig? Ihr wisst nicht, wie die Schlacht endete? Ich weiß, dass ich noch am Leben und dankbar dafür bin, wieder in Krempen zu sein. Es ist ein Wunder, Dank sei den Monden, dass die Stadt wieder frei ist. Wenn ihr wissen wollt, was wirklich am Mondtor geschah, müsst ihr Samarak und Präfekt Carlo fragen. Ich werde mit allen sprechen. Zurück zu euren Verletzungen. Fürst Garesheri, braucht ihr noch die Zuwendungen der Heiler? Es gibt einige unter den Truppen, die Heiler dringender brauchen als ich. Aber vielleicht werden ein paar Stunden in den schmerzlindernden Quellen meine Kräfte wiederherstellen. Das werde ich auch brauchen.
Ich habe noch mehr als genug vor mir, Kamira dabei zu helfen, Anekina zu altem Ruhm zurückzuführen. Ruht euch aus, Fürst Garashri. Oh, ihr seid es. Schön, euch unter den Lebenden zu sehen. Ich schätze, ihr wart daran beteiligt, dass die Monde sich doch noch voneinander gelöst haben, oder? Augenblick noch, ich muss meinen Bericht abschließen. Mir ist klar geworden, dass es am besten ist, wenn man alles aufschreibt, solange es noch ganz frisch ist. Oh ja, genau. Das ist es, was mich zu euch gebracht hat. Kamira hat mich gebeten, herauszufinden, was geschehen ist, nachdem wir das Mondtor betreten haben. Könnt ihr mir davon erzählen? Es steht alles in meinem Bericht. Unsere Truppen haben ihre Stellung gehalten und tapfer gekämpft. Wir haben viele gute Soldaten verloren. Khajiit wie Kaiserliche. Aber wir haben auch unsere Pflicht getan. Wir schlachteten die Euraxischen Soldaten dutzendweise ab und hielten die Drachen in Schach, bis die Monde sich trennten. Bis die Monde sich trennten? Das bedeutet, das Ende der Mondfinsternis war für euch von Bedeutung? Es war entscheidend für unser Überleben. Als sich die Monde trennten, scherten die Drachen aus. Sie schienen ihren Antrieb zu verlieren, ihr Ziel. Sie stellten den Angriff ein und flogen davon. Und nicht einen Augenblick zu früh. Wir hatten unsere ganze Kraft und sämtliche Munition aufgebraucht. Also die Drachen flogen davon. Was haben die Euraxischen Truppen dann getan? Diejenigen, die Samaraks Ansturm überlebten, verloren das bisschen Mut, das ihnen noch geblieben war, seit die Drachen das Schlachtfeld verlassen hatten. Sie stoben auseinander wie die Sandschaben und liefen in alle Richtungen davon. Ich bezweifle, dass sie der Miliz jetzt noch viel Ärger machen werden. Aha, sie flohen. Was werdet ihr und die Cygnus-Freischäler jetzt tun? Wir haben immer noch eine Menge Arbeit vor uns, um die Narben zu heilen, die Euraxia und ihre Söldner hinterlassen haben. Ich werde unsere Dienste Königin Kamira und Fürst Gareshri anbieten. Sie können uns dort einsetzen, wo unsere Hilfe am wirksamsten ist. Oh, schön. Das ist ein großzügiges Angebot. Ihr werdet dann also bei der Verteidigung von Elsweyr helfen wollen? Wenn wir das für sie tun sollen. Doch die Cygnus-Freischärler sind vor allem Pioniere, Späher und Ausbilder. Wir haben einem Königreich viel mehr als Klingen und Schilde zu bieten, wenn es wieder aufgebaut werden soll. Das war unsere ursprüngliche Mission, Elsweyr zu helfen. Samarak freut sich, euch zu sehen, Freund. Nachdem die Drachen durchs Mondtor gegangen waren und ihr ihnen gefolgt seid, machte dieser sich Sorgen, dass alles verloren wäre. Doch dann haben sich die Monde getrennt und plötzlich schien alles wieder im Lot zu sein. Es freut mich auch, euch gesund und munter zu sehen, Samarak. Warum ich zu euch gekommen bin, ist, weil Kamira mich schickte, um herauszufinden, was mit euch und den anderen geschehen ist. Genau das, was man erwarten würde. Wir hielten die Stellung gegen die anstürmenden euraxischen Soldaten und ihre Nekromanten. Die Drachen wehrten wir ab, so gut wir nur konnten. Dieser ließ den Wüstenwind durch seine Glieder und Krallen strömen, während unsere Soldaten sich an seiner Seite sammelten. Dann habt ihr die euraxischen Soldaten besiegt? Gemeinsam mit der khajiitischen Miliz und den Cygnus-Freischärlern haben wir sie abgewehrt. Als sich die Monde trennten, brachen die euraxischen Truppen ihren Angriff ab und verstreuten sich in alle Winde. Die Überbleibsel werden lästig sein, aber keine Bedrohung für das Königreich darstellen. Das glaube ich auch. Aber was denkt ihr? Was ist mit den Drachen? Samarak weiß es nicht mit Sicherheit. Wir mussten uns vor allem euraxischen Truppen auf dem oberen Kamm stellen. Präfekt Kalu befehligte die Ballisten. Daher kann er euch mehr dazu sagen. Dieser weiß aber, dass die Drachen wütend brüllten und davonflogen, als die Monde sich trennten. Ich habe schon mit Präfekt Kalu gesprochen. Samarak, was werdet ihr jetzt tun? Samarak hofft, als Königin Kamiras Kralle zu dienen und den Thron zu verteidigen, so wie man es ihm beigebracht hat. Falls sie ihn nicht haben will, hat Gareshri viele Pläne, um das Leben in Elsweyr zu verbessern.
Dieser wird gern dabei helfen, wie auch immer er kann. Außenseiter, diese muss mit euch sprechen. Diese hätte nie gedacht, dass sie je wieder einen Fuß in die Hauptstadt von Anikina setzen würde. Sie hoffte zwar, dass die Miliz Erfolg hat, doch sie hat nicht geglaubt, dass sie gegen die Usurpator-Königin bestehen kann. Kashia hat erfahren, dass ihr eine bedeutende Rolle bei diesen Ereignissen spielte, ja? Oh, wer sagt das? Ich glaube schon. Zumindest habe ich mitgeholfen, Euraxia zu stützen, den Verräter zu besiegen und die Drachen auf der Ebene von Jode aufzuhalten. Solche Wunder, die ihr vollbracht habt, und das gesegnete Antlitz von Jode berührt zu haben, diese ist voller Ehrfurcht. Doch trotz allem hat die Mähne diese geschickt, um zu bestimmen, was als nächstes geschieht. Wo ist Fürst Garashri, der Sprecher der Mähne? Oh, ich habe kurz mit ihm gesprochen. Fürst Garashri ist aus der Schlacht zurückgekehrt und wollte die Heiler aufsuchen. Was meint ihr damit, was als nächstes geschieht? Die Heiler? Diese hofft, der Sprecher wurde nicht zu schwer verwundet. Was eure Frage angeht, wir müssen die Erbfolge für Anikina klären. Kashia muss feststellen, ob Kamira die rechtmäßige Thronerbin ist und wenn ja, ihren Anspruch anerkennen. Naja, zumindest weiß ich nur, dass sie die einzig überlebende Tochter von König Hemakar ist. Macht sie das denn nicht zur Königin? Sicher, aber jeder könnte so eine Behauptung aufstellen. Damit die Khajiit sie akzeptieren, muss sie von der Mähne anerkannt werden. Wo Garashri nun unpässlich ist, würdet ihr dann an Kamiras Seite stehen und für ihre Abstammung bürgen? Falls ja, dann sagt ihr bitte, dass diese bereit ist, sie zu treffen. Für sie bürgen? Natürlich werde ich das. Und ich werde Kamira aufsuchen und es sie wissen lassen, was ihr mir sagtet. Bevor ihr an Kamiras Seite zurückkehrt, bittet diese noch um einen weiteren Gefallen. Die Mähne hat Kashia einen versiegelten Brief für Abnortan gegeben, doch er weigert sich, sie zu treffen. Soweit ihr bekannt ist, verbindet ihn und euch ein besonderes Band. Vielleicht könntet ihr den Brief überbringen? Wie, Abnortan hat sich geweigert, euch zu treffen? Aber wie er wünscht, ich kann den Brief überbringen. Aber warum schreibt denn überhaupt die Mähne Abnortan einen Brief? Die Einzelheiten gehen Nutarn etwas an, aber diese glaubt, dass es um die künstliche Mondfinsternis und ihre Auswirkungen auf die kaschitische Gesellschaft geht. Die Monde haben große Wirkung auf die Kashit, die unter ihnen geboren wurden. Was heißt das für jene, die während dieser Mondfinsternis das Licht der Welt erblickten? Was hat Abnortan damit zu tun, was die kaschitische Gesellschaft angeht? Und die Mondfinsternis? Ich verstehe nicht ganz, worauf ihr hinaus wollt. Was auch während der Mondfinsternis geschehen sein mag, Jone und Jode haben sich vereint. Wenn dies natürlich geschieht, kann jemand, der dann geboren wird, die nächste Mähne werden. Doch bei einer falschen Mondfinsternis, die Nachfolge wird zur ungeklärten Frage. Die Mähne hofft, dass Tarn die arkanen Implikationen darlegen kann. Ah, ich glaube, ich beginne zu verstehen. Darf ich euch fragen, warum die Mähne nicht persönlich gekommen ist, um Kamira zu krönen? Die Mähne kann nicht immer überall zugleich sein. Dafür gibt es den Sprecher und die Gesandten. Fürs Erste gehört Anikina nicht zu den Pflichten der Mähne. Doch wisset, dass das Herz der Mähne überall in Altzweier ist. Nun übergebt bitte Abnotarn den Brief. Das werde ich. Abnur, ihr müsst einfach für die Zeremonie bleiben. Es begibt sich ja nicht jeden Tag, dass man eine liebreizende Katze mit Krone sieht. Unsinn! Und nennt mich nicht Abnur. Außerdem glaube ich, dass ich Kamiras Gastfreundschaft bereits überstrapaziert habe. Ihr
Ihr und Cadwell, ihr beiden könnt mich einfach nicht in Ruhe lassen. Niemand hätte merken sollen, wie ich aus Krempen verschwinde. Natürlich ist insgesamt kaum etwas nach Plan verlaufen, seit die Grollsteintafeln mich auf diesen Weg geschickt haben. Abnur, ihr wollt, ohne etwas zu sagen, einfach verschwinden? Ich bin weder gefühlsduselig noch versessen auf Pomp und Getöse. Meine Zeit in Elsweyr hat mir aufgezeigt, dass ich Grenzen habe. Ich bin nicht mehr der Kampfmagier meiner jüngeren Tage. Außerdem hasse ich Feierlichkeiten. Geplauder, Ansprachen, Schnittchen. Völlig unerträglich. Trotzdem kann man sich verabschieden. Und ihr wollt wirklich nicht dabei sein, wenn Camira zur Königin gekrönt wird? Ich habe selbst miterlebt, wie eine bemerkenswerte junge Frau zu einer echten Anführerin wurde. Sie ist bereits eine Königin. Alles andere ist nur rein zeremoniell. Ich habe hier schon zu lange ausgeharrt. Ihr wart eine mehr als fähige Reisebegleitung. Ich werde mich bei Gelegenheit vielleicht wieder an euch wenden. Ich war also eure fähige Reisebegleitung. Habt ihr noch mehr so nette Worte in eurer Tasche? Aber bevor ihr euch so wegstehlt, ich habe hier einen Brief für euch. Er kommt von der Mähne. Muss besonders wichtig sein, wenn so versiegelt. Eine spannende Frage. Stehen Khajiit, die unter einer erzwungenen Mondfinsternis geboren werden, in der Nachfolge der Mähne? Doch dieser andere Teil hier bestätigt meine Vermutungen. Ich muss sofort nach Pelitine reisen. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Bis dahin, lebt wohl. Das steht in dem Brief. Naja, dann viel Glück, Abnotan. Wir haben viel geschafft. Doch ich fürchte, wir haben Karl Grontit nicht zum letzten Mal gesehen. Ich muss Berichten nachgehen, die aus dem Süden kommen. Ihr aber habt eine Königin zu krönen. Nehmt Cadwell mit und sorgt dafür, dass er sich benimmt. Und sagt Camira, dass sie sich bewundernswert geschlagen hat. Wenn ihr Camira etwas zu sagen habt, dann sagt es ihr selbst. Über Karl Grontit wisst ihr mehr, als ihr preisgebt. Ihr meint also, dass er noch eine Bedrohung ist? Wir haben keine Leiche gesehen und es gibt keinen Grund zu denken, dass Karl Grontit nicht genauso Jode entkommen konnte, wie wir es taten. Er hatte schließlich eine bemerkenswerte Menge an Energie aufgesaugt, als die Monde ausgerichtet waren. Ich werde nach euch schicken, falls und wenn mein Verdacht sich erhärtet. Ich versichere euch, Kashia, dass meine Wunden gut verheilen. Nichtsdestotrotz hat diese den Fremdländer gebeten, hinter Camira zu stehen. Sollte sie sich entscheiden, den Segen der Mähne zu geben. Gar-Esheri hat mir gesagt, dass ihr sie gefunden habt. Er hat mich auf den neuesten Stand gebracht, was die Schlacht am Mondtor angeht. Drachen und Nekromanten verstehe ich. Aber Politik und Krönungen? Ah, da kriege ich Knoten im Schwanz. Und die Amtsgewänder, die zwicken. Ihr Monde, ich vermisse meine Lederkluft. Haha, das glaube ich euch. Aber hey, ihr seht schön aus und so elegant. Camira, zweifelt ihr denn daran, Königin von Anakina zu werden? Ich denke viel nach und zweifle auch. Doch ich weiß, was ich zu tun habe. Wie Anakina und meine anderen Ahnen vor mir, muss ich standhaft bleiben und meine Verantwortung voller Bescheidenheit und Anmut übernehmen, sofern die Gesandte der Mähne meinen Anspruch auf den Thron bestätigt. Die Gesandte glaubt nicht, dass ihr die Tochter von König Hemakar seid. Aber sonst wäre euch doch nicht möglich gewesen, die Monde zu bewegen. Die Frau ist undurchschaubar. Ich glaube, sie will mich einfach nur leiden sehen, ehe sie nachgibt und mir die Krone auf den Kopf setzt. Doch bevor die ganze Bürde des Königreichs auf meinen Schultern lastet, will ich euch noch etwas sagen. Mir? Was denn?
Natürlich, sprecht euch aus, Kamira. Ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich alles zu schätzen weiß, was ihr für Elsweyr getan habt. Und für mich. Ich glaube nicht, dass wir ohne eure Hilfe überlebt hätten. Jetzt verstehe ich, warum der Gesandte darum gebeten hat, dass ihr bei der Zeremonie hinter mir steht. Seid ihr bereit, mein Freund? Die Frage lautet, seid ihr bereit, Kamira? Ich bin es. Die Heiler haben wahre Wunder bewirkt, mein Freund. Ich fühle mich fast schon wie mein altes Selbst. Ich werde Kamiras Anspruch sichern. Bleibt ihr nur an ihrer Seite und unterstützt sie. Sie schätzt eure Gegenwart, genau wie ich. Doch wo ist Kamira? Ich hätte gedacht, dass ihr sie herbringt. Es freut mich sehr, dass es euch besser geht, Fürst Garishri. Es scheint so, als ob die Heiler ein richtiges Wunder bewirkt haben. Was Kamira betrifft, sie ist bereit, sie wird gleich kommen. Wir können also mit der Krönung beginnen. Wer wird Kamira als Tochter König Hemakars und rechtmäßige Erbin des Throns von Anikina bestätigen? Ich, als ihr Ziehvater in all diesen Jahren und als Sprecher der Mähne. Kamira ist die rechtmäßige Erbin. Tretet vor, Tochter von Himakar und Numara! Tretet vor, Tochter von Anikina! Kamira, nehmt ihr die Pflichten des Throns an? Werdet ihr dieses Königreich führen und sein Volk beschützen? Das tue und werde ich. So wisset denn, dass die Mähne euren Anspruch annimmt und anerkennt. Ein Hoch auf Kamira, Königin von Anikina! Ich verspreche, unserem Volk zu dienen und ich danke allen, die mir halfen, unsere jüngsten Siege zu erringen. Zu guter Letzt gibt es noch jemanden, den ich ehren möchte. Jemanden, dessen Unterstützung in dieser Sache beispiellos und von unschätzbarem Wert war. Fünfkralle, mein Kamerad und Freund, bitte tretet an den Thron heran. Tapfere Fünfkralle, ich werde dafür Sorge tragen, dass unser Volk eure Taten besingen wird. Eine Generation wird der nächsten davon erzählen. So wie Kunsari zur Legende wurde, werdet auch ihr eine werden. Das ist eine sehr große Ehre, Kamira. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann sagt nichts, mein Freund. Wisset einfach, dass ihr geholfen habt, mein Heimatland von der Tyrannei zu befreien. Ihr habt geholfen, meine Eltern zu rächen. Ihr habt uns vor Drachen und Untoten gerettet. Das werden wir niemals vergessen. Ich werde das niemals vergessen. Ich werde euch und Elsweyr ja auch niemals vergessen, Kamira. Schon allein deshalb nicht, weil ich in Elsweyr ja das erste Mal richtig echte lebende Drachen gesehen habe und sogar mit ihnen gesprochen. Aber Kamira, was geschieht denn jetzt? Ihr seid aufgetaucht, als Elsweyr euch am dringendsten brauchte. In unserer größten Not habt ihr geholfen, unser Land wieder aufleben zu lassen. Ihr werdet hier immer einen Platz haben, mein Freund. Und ich will, dass ihr die größte Ehrung empfangt, die ich zu bieten habe. Ich ernenne euch zum Champion von Anikina. Es gibt immer noch Drachen zu töten und euraxische Soldaten zu erledigen. Aber jetzt ist es Zeit zum Feiern. Nehmt euch ein paar Augenblicke und sprecht mit unseren Freunden. Genießt es, Champion. Ihr habt euch das verdient. Ich danke euch vielmals für diese Ehrung. Jetzt, da ihr Königin von Elsweyr seid, schätze ich, dass eure Tage als Agentin der Mähne nun hinter euch liegen. Oder? Es ist Zeit für ein anderes Abenteuer, Fünfkralle. Ich muss mein Volk anführen
und die Erinnerungen an die Usurpator-Königin auslöschen. Möge ihr Name aus unserer Geschichte getilgt werden. Natürlich finde ich vielleicht auch mal Zeit, mich davonzustehlen und die eine oder andere Ruine zu erkunden. Na, zumindest hin und wieder. Oh ja, dann nehmt mich doch mit. Ich wäre zu gerne dabei. Camira, was genau macht denn eine Königin hier in Elsweyr? Nur das, was man erwarten würde. Ich höre mir Probleme an und versuche, Lösungen zu finden. Ich schätze, ich muss mich irgendwann mit unseren Verbündeten im Dominion absprechen. Und es gibt immer noch einzelne Drachen und euraxische Deserteure, die es zu erledigen gilt. Also, das Übliche. Dann wünsche ich euch spannende und aufregende Abenteuer. Und natürlich ein ewiges Leben, Königin Camira. Mögen die helle Monde euren Weg leiten. Und ein Hoch auf Fünfkralle, den ich zum Champion von Anekina ernenne.